Häkelkanal. Heute haben wir vor, diese kleine Handtasche zu häkeln. Und wenn du ein Handytasche suchst, die ganz originell ist, dann es ist genau, was du suchst. Die Originalität, die findest du in diesen schönen Muster. Zweifarbig und gar nicht so kompliziert zu machen. Ich erkläre es dich nachher Schritt für Schritt, du wirst sehen. Und das findest du auch in diese schöne Gurt. Ganz einfach, auch zweifarbig, schnell fertig. Ja, und wenn du gern diese Tasche nur für dein Handy machen möchtest, vielleicht magst du es gern an dem Schulter tragen, dann habe ich hier den Beispiel für ein S20 gemacht. Der sitzt recht locker drin. Ich habe so gemacht, damit der Handy greifbereit ist. Vielleicht machst du gern Foto von Tieren in der Natur, da muss man immer sehr schnell sein. Aber ich gebe dir auch die Methode, wie du deine Massen häkeln kannst. So kannst du die Tasche an deine Massen und deine Wünschen anpassen. Na dann, lass uns loshäkeln. Du wirst sehen, es ist einfach und recht schnell fertig. Bis dann! Und heute brauchen wir unser beliebtes Baumwollgarn. Damit haben wir schon so viele schöne Projekte zusammen geäckelt. Ein kleines Beispiel davon kannst du hier gucken. Wir brauchen es in zwei Farben, gleiche Farbe, einmal hell und einmal dunkel. Er hat eine Lauflänge von 125 Meter für 50 Gramm und die Äckelnadel. Wir brauchen eine dünne, Nummer 2 und eine dicke, Nummer 4. Zuerst brauchen wir die Länge von unser Handy, also das ist einmal der Umfang, Länge plus ein Drittel von der Länge. Das ist, was wir brauchen. Ich habe hier ein S20. Ich gehe hier bis unten. Eine Länge ist also 18 cm, plus 18 sind 36, plus ein Drittel, hier 6, sind also 42 cm für ein S20. Dann nehmen wir mal unsere Häkelnadel Nummer 2 und häkeln eine Kette von 113 Luftmaschen. Ganz fest häkeln. Das wäre dann für ein S20. 1, 2, 3, 4, 5. So, hier ist ja unsere Kette. Nachprüfen, dass es die Länge hat. Bisschen länger ist nicht schlimm. Ich habe hier 43 cm, wenn man drauf zieht. Ne? Wenn es zu lang ist, 10 Maschen weniger. Wenn es zu kurz ist, 10 Maschen mehr. Genau. Jetzt können wir loslegen. Wir fangen an mit festen Maschen. Nicht da reinstechen, sondern da für die erste. Eine feste Masche. In der nächste eine feste Masche. Dann springen wir 3 Maschen, 1, 2, 3 und stechen in der vierte mit 7 Stäbchen. Eins, zwei, drei, 5, 6 und 7. Ja, und ab jetzt bekommen wir ein Wiederholungsmuster. 3 Luftmaschen überspringen, die kleine hier nicht vergessen. 1, 2, 3. Der vierte eine feste Masche, da eine feste Masche, da eine feste Masche. Und dann wieder 3 überspringen und dann so ein Muschel. Machen wir zusammen. Also, 1, 2, 3 überspringen, hier eine feste Masche. Die nächste eine feste Masche. Die nächste eine feste Masche. 3 überspringen,
1, 2, 3 in den nächsten hier reinstechen mit 7 Stäbchen. Noch einmal die Reihenfolge zusammen. 1, 2, 3 überspringen, da reinstechen die erste feste Masche. Die nächste eine feste Masche. Die nächste eine feste Masche. Also insgesamt 3 feste Maschen. Dann wieder 1, 2, 3 überspringen, den nächste reinstechen und 7 Stäbchen. So, und das wiederholen wir bis am Ende der Reihe. Am Ende der Reihe bleiben 6 Luftmaschen, das ist ganz normal, 3 überspringen und dann unsere 3 feste Maschen. So, und wir können schon mal die dunkle Wolle vorbereiten, wir brauchen sie gleich. Also, 1, 2, 3 überspringen hier eine feste Masche. Nächste eine feste Masche. Nächste eine feste Masche und wenn wir 2 Feen auf der Nadel haben, Farbe wechseln. So. Dann haben wir 3 Luftmaschen. 1, 2, 3 und wir können die Arbeit drehen. Und hier kommt unser kleiner Schönheitstrick. Wir möchten, dass auf die andere Seite diese Fahne weiterhin sichtbar ist, so als Umrandung. Dann nehmen wir nur von diesen 2 Feen, die da sind, nehmen wir nur hier der erste. Ja? Es geht los mit Stäbchen. Diese nicht, diese ja. Nur der erste Fahne anfassen und Stäbchen eckeln, aber nicht bis zu Ende. Nächste, nur erste Fahne anfassen, Stäbchen eckeln, nicht bis zu Ende. Nochmal. So, Umschlag, alle weg. Jetzt kommen unsere 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Und unsere 3 feste Maschen, 1, 2, 3. Auch nur mit der ersten Fahne hier anfassen. 1, 2 und 3. Jetzt wieder die 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Und unsere 7 zusammen abgemaschte Stäbchen. Also die erste, hier nur erste Fahne nehmen, nicht bis zu Ende eckeln. Zweite. Dritte. Vierte. Umschlag, alle weg.
So, weiter. Drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und dann unsere drei feste Maschen. Eins, zwei und drei. Drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und jetzt kommen unsere sieben zusammen abgemaschte Stäbchen. Ein Umschlag und alle weg. Und dann drei Luftmaschen. Eins, zwei und drei. Und dann gehen wir weiter so. Hier die drei feste Masche, drei Luftmaschen, sieben zusammen abgemaschte Stäbchen und so weiter und so fort. Bis am Ende der Reihe. Da sind wir ja. Wir haben noch hier 1, 2, 3, 4 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir stechen genauso wie vorher, nur die erste Faden, 1, 2, 3, 4. Umschlag, alle weg. Haben wir jetzt eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Und hier sehen wir, dass das Muster umgerandet ist. Kommt hervor. Wir haben jetzt eine Reihe von festen Maschen. Ganz normale feste Maschen, ganz normal reinstechen. Und wir machen die erste hier in dem halben Muschel eine feste Masche. Und dann im Bogen, wir hatten drei Luftmaschen, wir machen drei feste Maschen. Ganz fest eckeln. Zwei, drei. Und dann ein pro Loch, ein pro Masche. Drei und drei im Bogen. Eins, zwei, drei. Ein für die Muschel hier und drei im Bogen. Eins, zwei, drei. Ein pro feste Masche, das ist also auch drei. Erste, zweite, dritte und drei im Bogen. Eins, zwei und drei. Ein für die Muschel und drei im Bogen und so weiter und so fort, bis dass wir am Ende der Reihe sind. Hier ein pro feste Masche, drei im Bogen, eine Muschel, drei im Bogen, ein pro feste Masche, drei im Bogen, eine Muschel, drei im Bogen. So, wir sind fast am Ende. Noch eine feste Masche im Muschel und noch eine dazu hier im Loch. Und vorsichtig hier wieder Farbe wechseln. So. Eine Luftmasche hoch,
Arbeit wenn. Und ab jetzt gibt's nur noch feste Maschen überall. Für die erste Reihe feste Maschen nehmen wir nur den Faden, der vorne ist. Auf der ganzen Länge. So. Und häkeln wir ganz fest. Wir sehen jetzt soweit noch eine feste Masche. So, dann eine Luftmasche, Arbeit drehen und dann jetzt häkeln wir überall ganz normale feste Maschen. So, wir sind fast am Ende. Das Ende machen wir noch zusammen hier. Da und hier. Und die letzte machen wir zwei. So. Eine Luftmasche zum Wenn. Arbeit Wenn. Nicht da, sondern da reinstechen. Und wieder loslegen. Überall feste Maschen. So, wir sind fast am Ende, noch diese hier und am Ende haben wir noch eine zweite da. Eine Luftmasche, Arbeit drehen und nochmal. Wie viele Reihen man so häkeln soll, das ist abhängig von deinem Handy und deinen Wünschen. Auf alle Fälle die Hälfte von der Breite von dem Handy. So sitzt das Handy fest in der Tasche und wenn du möchtest, dass er ein bisschen locker ist, dann addierst du eine Reihe dazu. Hier sind die Anfangswehen und hier werden wir auch erneut anfangen. Wir stechen in die Ecke hier, holen den Faden. So, und legen los mit einer Luftmasche. So, danach haben wir eine feste Masche da, eine feste Masche der nächste Luftmasche von Anfang und wir wiederholen einfach die erste Reihe von der anderen Seite. Das heißt, hier im Loch 7 Stäbchen. Danach eine feste Masche pro feste Masche, das heißt drei hintereinander weg. Hier die erste, hier die zweite und hier die dritte. Dann stechen wir erneut im dicken Loch da und häkeln da wieder 7 Stäbchen. Und das wiederholen wir bis am Ende der Reihe. Immer 7 Stäbchen im dicken Loch und hier 3 feste Maschen hintereinander weg. Am Ende der Reihe nur die 2 hier feste Maschen. 1 und 2 und hier nicht vergessen die Farbe zu wechseln. Dann kommen 3 Luftmaschen,
Eins, zwei, drei und dann können wir die Arbeit drehen. So. Und wir wiederholen jetzt diese Reihe hier. Ganz genau die gleiche Reihe. Machen wir Anfang zusammen. Wir fassen nicht die zwei Fäden, sondern nur der erste Faden mit Stäbchen. So, nicht bis Ende Ecke die Stäbchen. Nächste. Nicht bis zu Ende Ecke. Nächste. Nicht bis zu Ende Ecke. Haben wir vier Fäden auf der Nadel, Umschlag alle weg und ein Bogen von drei Luftmaschen. Danach drei feste Maschen. Wir nehmen weiterhin nur der erste Faden da. Eine feste Masche. Zweite und dritte. Dann ein Bogen von drei Luftmaschen und jetzt die sieben zusammen abgemaschte Stäbchen. Immer noch der erste Faden noch fassen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Ein Umschlag, alle weg und ein Bogen von drei, drei Luftmaschen. Dann haben wir unsere drei feste Maschen. Eins, zwei und drei. Der Bogen hier nicht vergessen. Zwei, drei Luftmaschen. Und dann wieder hier sieben zusammen abgemaschte Stäbchen. Und das machen wir, diese Reihenfolge, bis am Ende der Reihe. Und da sehen wir uns wieder. Und da sind wir wieder und am Ende machen wir vier zusammen abgemaschte Stäbchen. Hier die erste, zweite die dritte und die vierte. Umschlag alle weg. Eine Luftmasche und Arbeit fängt. Nächste Reihe sind das nur feste Maschen, ganz normale feste Maschen. Die erste hier in der Muschel. So. Und dann haben wir drei feste Maschen in einen Bogen. Eins, zwei und drei. Dann eine feste Masche pro feste Masche hier. Eine da und eine da. Dann kommt ein Bogen, also wieder drei feste Maschen. Zwei, drei.
dann kommt ein Muschel, also eine Muschel hier. Dann kommt ein Bogen, also drei im Bogen. Eins, zwei, drei. Und dann kommen die drei feste Maschen, also eine feste Masche pro feste Masche. Eine hier und eine da. Und das wird wiederholt. Drei im Bogen, eine Muschel, drei im Bogen und ein hier pro feste Masche. Also drei hintereinander weg. Ja, wir sind erneut am Ende der Reihe. Das nimmt langsam Form. Hier haben wir noch eine Masche in dem Muschel und dabei Farbe wechseln. So. Eine Luftmasche hoch, Arbeit wenn. Und dann machen wir eine Reihe feste Masche, nicht die ganz normal. Wir machen die feste Masche, indem wir nur der Anfangfaden nehmen. Also dieser hier. Nur eine. Auf der ganzen Länge. Ja, und wenn diese Reihe fertig ist, dann haben wir 7 zusätzliche Reihen feste Maschen, ganz normale feste Maschen. Ja, soweit so gut. Und jetzt, damit die Ecke hier etwas regelmäßig aussieht, häkeln wir noch 2 Reihen am Ende von feste Maschen. Einmal hin und einmal zurück. So, danach werden die ganzen Fäden versteckt und die Arbeit unbedingt gespannt. Und das sieht danach so aus. Ganz regelmäßig. Während es trocknet, können wir uns um den Gurt kümmern. Die ist ganz einfach zu machen und sehr schön, muss ich sagen. Und hier ist der Trick: Für den Kern vom Gurt nehmen wir 4 Fäden von der dunkleren Farbe. Wir wollen einen Gurt, der 1,40 Meter lang ist. Wir schneiden also 4 Fäden, die 7 Meter lang sind. Und damit häkeln wir eine Kette. Wir nehmen unsere Häkelnadel Nummer 4 und fangen wir an mit der Kette von Luftmaschen. Das ist sehr fest geäckelt, das ist gut so. Dann ist es weniger elastisch. Wenn die Kette 1,40 Meter lang ist, wenn man drauf zieht, dann können wir die restlichen Fäden einfach abschneiden und dann nehmen wir die andere Farbe. Dann nehmen wir wieder unsere kleine Häkelnadel Nummer 2 und stechen hier in der ersten Masche, um den Faden zu holen. Und häkeln da eine Luftmasche als Ersatz für eine feste Masche. Dann noch 2 feste Maschen an der gleichen Stelle. 1 und 2. Und dann in jede Masche 2 feste Maschen und sehr fest häkeln. Bis am Ende der Kette. Da sehen wir uns wieder. Am Ende der Reihe stechen wir noch hier in der letzten Knoten rein und da machen wir 6 feste Maschen.
Und so haben wir gedreht. Und dann kommen wir wieder zurück mit erneut 2 feste Maschen pro Masche. Wir stechen also da rein und häkeln da 2 feste Maschen. 1 und up. Und 2. Die nächste da reinstechen und auch 2. 1 und 2. Und so weiter und so fort bis am Ende der Reihe. Ja, da sind wir ja. Für die letzte Masche wollen wir insgesamt 6 haben. Wir hatten schon hier Luftmasche und 2 feste Maschen. Also häkeln wir noch 3 feste Maschen dazu. Und dann ist ein Gurt fertig. Faden abschneiden und alles verstecken. Dann können wir das anbauen. So. Dann auch hier eine Kettmasche machen, um den Kreis zu schließen. So. Und da sind wir ja. Statt den ganzen Fäden zu verstecken, können wir auch hier einen Knoten machen am Ende. Das ist sowieso in der Tasche und man sieht es nicht. So, jetzt wird's genäht. Wir brauchen wieder unser Endi und unser gutes Stück zwischen trocken ist. Wir platzieren es so, dass es uns gefällt. Ich lasse das Endi ein bisschen rausgucken hier, so dass ich es schneller nehmen kann, wenn ich es brauche. So, passt ja perfekt. Dann markiere ich die Stelle hier unten. Da werde ich anfangen zu nähen. Dann zähle ich, wie viele Maschen von dort bis dort gibt und zähle die gleiche Anzahl von dort bis dort und markiere die Stelle. Nun, wir fangen hier unten an und von dem Gurt hier werden wir immer die 2 Fäden nehmen. Während von der Tasche hier werden wir nur der innerste Faden immer nehmen. Es geht los. Drehe die Arbeit. Und so. Ja, und so sieht das aus mit einer netten Nähkante. Wenn du ab und zu einen Punkt gesprungen hast, weil dem Gurt viel enger geäckelt ist als die Tasche, das ist nicht weiterhin schlimm, aber du musst wissen, wie viele Punkte du gesprungen hast, damit du für alle Seiten gleiche Spannung und gleiche Niveau hast. Ich habe hier 5 Punkte gesprungen. Na dann, viel Spaß mit deiner Tasche beim Häkeln und beim Tragen. Wenn meine Arbeit dir gefällt, dann gib mir ein Like. Abonniere und dann sehen wir uns bald. Tschüssi!